Hallo und herzlich willkommen zum Toni Auto Gear. Im heutigen Video geht es um Blackout Tag 1 Teil 2 Prioritäten setzen. Bleibt dran und schaut weiter nach dem Intro. Ich möchte von vornherein gleich sagen, ich möchte keine Panik schieben, auch keine Panik machen. Hier in diesen Videos, die ich euch jetzt mache, geht es eigentlich um eure Fragen, die ihr mir in Kommentare stellt und eure Anfragen, die ich über Mail bekomme. Viele fragen mich, was ich denke, ob wir zu einem Blackout kommen. Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Aber was ich jetzt vielleicht aus meiner Sicht sagen kann, ist, wo ich rechne auf jeden Fall, dass es zu Abschaltungen kommen wird. Ich hoffe auch nicht, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es dazu kommt. Dass wir definitiv Probleme bekommen, das ist ziemlich sicher. Ich glaube, da braucht man nur in Zeitungen reinzuschauen, in Mainstream-Medien, wenn man sieht, worüber die berichten, sind die voll davon. Und man sollte eigentlich das BBK folgen und ich würde euch wärmstens empfehlen, den Rat von BBK zu befolgen. Also ich denke mal, einen Vorrat für Lebensmittel, Trinken und andere Sachen, die sie empfehlen, ist auf jeden Fall empfehlenswert und das würde ich jedem empfehlen, das zu tun. So, nun jetzt zu diesem Video. Wie gesagt, es handelt sich um den Blackout Tag 1, Teil 2, Prioritäten setzen. Dieses Serial wird mehrere Teile haben. Viele von euch haben mich gefragt, unsere größten Sorgen sind einfach zum Beispiel Kühlschrank, Gefrierfach, den weiter zu betreiben oder zumindest eine gewisse Zeit weiter zu betreiben, wenn es keinen Strom mehr gibt. Ich werde euch heute ein paar Beispiele zeigen, wie ich das machen würde. Ihr solltet das nicht nachmachen, bringt euch nicht in Gefahr, informiert euch gut. Das, was ich euch zeige, ist jetzt nur reiner Beispiel. Ob das fachgerecht ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das will ich auch jetzt hier nicht großartig diskutieren. Ich zeige euch nur, wie ich jetzt vorgehen würde, was ich machen würde, um eventuelle Stromausfälle zu überbrücken. Wie gesagt, ich denke mal, Stromabschaltungen werden kommen vielleicht im Winter, wenn es wird mit dem Gas und mit Strom. Ich weiß es nicht, ich hoffe, dass wir verschont bleiben, aber ich werde euch mehrere Beispiele zeigen, etwas günstigere Alternativen, zum Beispiel mit so einer Batterie in Verbindung mit einem Wechselrichter. Ihr seht im Hintergrund Solartaschen, also da EcoWatt 120 Watt, Jackery, Solarsaga 100, die hat auch 120 Watt. Und die Suwaki, die hat glaube ich 18 oder, ja glaube ich 18 Watt. Was ich quasi auf meine Liste setzen würde, also auf jeden Fall achten würde bei diesem Tag 1, bei Prioritäten setzen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, wenn es dunkel ist, also wenn es Nacht ist, dass man so eine Stirnleuchte hat oder so eine Taschenlampe, eventuell Powerbank. Und wenn man sowas hat, vielleicht ein Autoladegerät, wenn mal Strom da sein sollte, dass man die Batterie nachladen kann, wenn es zu Abschaltungen kommen sollte. Aber jetzt gehen wir mal von dem Schlimmsten. Es ist wirklich aus, die nächsten zwei Tage kein Strom. Da müsst ihr ganz gut überlegen, was ist wirklich wichtig. Ich denke mal, für die meisten wird es wichtig sein. Außer ihr habt irgendwie medizinische Probleme. Aber auf jeden Fall, mit sowas kann man sich weiterhelfen. Und dazu quasi das Einfachste wäre Batterie, einen Wechselrichter, eine Solartasche oder ein größeres Solarpanel, werde ich euch nachher einblenden, weil wir haben jetzt Mitte September. Ich werde euch nachher einblenden, ich speise gerade, ich habe jetzt ein Solarpanel mit 405 Watt kurz angeschlossen. Und momentan bringt es ca. 50 Watt. Das ist weniger. Also das muss euch klar sein, im Winter über Solar etwas zu laden, ohne viele Solarpanels zu haben, ist schwierig.
Es kommt natürlich immer aufs Wetter an, wenn viel Sonne scheint, dann geht da was. Und deswegen würde ich Prioritäten setzen. Auch zum Beispiel jetzt die häufigsten Fragen kamen, wie kann man sich den Kühlschrank Kombi mit Gefrierfunktion weiter betreiben. Ich denke mal, Gefrierfach dürfte für die ersten Stunden, sogar vielleicht 10, 12 Stunden, je nachdem, wie oft man den aufmacht, sollte eigentlich nichts kaputt gehen. Wenn nach, sagen wir, 5, 6 Stunden Strom wieder da sein sollte, dann würde da nichts passieren. Wo ich Schwierigkeiten sehe, sind einfach die Sachen, die in dem Kühlschrank oben sind. Die gehen früher kaputt. Es gibt Möglichkeiten, wie man das betreiben kann. Wie gesagt, jetzt mit der Batterie und mit dem Wechseldichter. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten, wie man das machen könnte, um Energie zu sparen. Natürlich, dann gibt es sowas mit Powerstation oder mit der kleineren Powerstation. Ich möchte jetzt nicht großartig viele Geräte zeigen. Ich will euch eine günstige Alternative zeigen und etwas teure, aber dafür einfachere und sichere. Wenn sich einer gut auskennt, man kann quasi so eine Autobatterie nehmen, eine Solartasche in Verbindung mit einem Solarladeregler. Das werde ich euch nachher kurz aufbauen und zeigen. Die Batterie kann man quasi laden über Solar. Wenn die Batterie voll ist, man kann sie dann wegnehmen oder es kommt darauf an, wie man Platz hat, dass es angeschlossen bleibt. Und man kann quasi hier den Wechseldichter anschließen. Und wenn der angeschlossen ist, kann man mit dem Wechseldichter und mit der 12-Volt-Batterie oder mit Lithium-Eisenphosphat-Batterie habe ich auch, aber es reicht, was ich hier gezeigt habe, nur optisch als Darstellung, kann man den Kühlschrank-Gerätekombi versorgen. Ich habe jetzt bei mir, werdet ihr nachher sehen, das ist so ein Gerätekombi mit Kühlschrank und Gefrierfach, ca. 220 Liter. Das Ding braucht ungefähr zwischen 40 und 60 Watt in der Stunde. Was hier vielleicht wichtig ist, noch zu sagen, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel in diese Verbindung den zu weiter zu betreiben, man muss den gar nicht nonstop betreiben. Man kann zum Beispiel, jetzt ist Stromausfall passiert. Wir gehen davon aus, dass es Blackout ist. Wir warten ein, zwei Stunden und erst dann schließen wir die Batterie an. Und quasi in Verbindung jetzt die günstigste Lösung mit dem Wechsellichter. Da lassen wir den vielleicht für eine Stunde arbeiten. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, dann tut ihr die Batterie wieder raus und tut sie beladen mit Solarstrom. Also wie gerade erwähnt, man kann quasi in Verbindung mit dieser Batterie in so einen Rhythmus von, sagen wir mal, 2 Stunden abschalten, eine Stunde einschalten, quasi, dass der Kühlschrank die Temperatur wieder erreicht, der Kühlschrank oder Gefrierkombination, die laufen ja nicht nonstop, die laufen nur ein paar Mal in der Stunde. Also, dann kann man sich also den Verbrauch einfach sparen und länger aushalten. Weil, wie gesagt, wenn es jetzt Sommer ist, dann wird es wahrscheinlich weniger problematisch sein. Aber zur Not, wenn es draußen minus 5 ist, dann kann man gewisse Sachen in irgendeine Kühlbox oder irgendwas rausstellen und dann gehen die auch nicht kaputt. Aber das waren die meisten Fragen, die gekommen sind in Verbindung mit Kühlschrank und Gefrierkombination. Das kann ich auch verstehen. Die Leute haben Angst, wie sie ihre Essensvorräte halten können und natürlich auch sie irgendwann mal wegzuessen. Also das werde ich euch zeigen. Das war die günstigste Variante. Dann gibt es die Variante mit zum Beispiel jetzt EcoFlow Delta oder andere Powerstation oder mit der Allpowers. Da ist es ein bisschen einfacher. Da muss man nicht viel zusammenbauen, sondern einfach nur einstecken und es war's. Das ist quasi einfachere Variante, aber auch deutlich teure Variante. So eine EcoFlow Delta kostet ca. 1300 Euro, glaube ich, jetzt. So eine Allpowers mit 700 Watt oder beziehungsweise mit 606 Wattstunden, die man nutzen kann. Die kostet, glaube ich, 500 bis 600 Euro. Und diese Batterie ist, glaube ich, die ist 5, 6 Jahre alt. Die ist schon gebraucht und die tut es trotzdem. So ein Wechselrichter, den habe ich aus Norma. Ich glaube, den habe ich vor 2, 3 Jahren gekauft und da habe ich, glaube ich, 160 Euro gezahlt. Jetzt kostet er über 200.
Es gibt auch zum Beispiel, viele Leute fragen, ja, kann man einen Fernseher anschließen? Natürlich, also ich kann euch nachher das auch einblenden oder ihr könnt bei mir auf den Kanal sehen, da gibt es ein Video, wo ich mit so einem Wechselrichter in Verbindung mit dieser Batterie, und der Wechselrichter hat, glaube ich, 30 Euro bei Amazon gekostet, aber dieser Wechselrichter hat keine reine Sinuswelle. Da müsst ihr aufpassen, da könnt ihr auch Geräte kaputt machen. Dieser Wechselrichter hat eine reine Sinuswelle, echte Sinuswelle, hier steht drauf, echte Sinuswelle. Und mit diesen für 30 Euro Wechselrichter in Verbindung mit dieser Batterie habe ich getestet. 65 Zoll Fernseher, der hat ohne Probleme funktioniert, der hat verbraucht ca. 50 Watt. Ein kleiner Tipp für Fernseher oder für Rechner, wenn ihr die benutzt, wenn ihr die Helligkeit runtersetzt, ein paar Stufen, das bringt richtig viel. Also bei dem 65 Zoll Fernseher bringt es, 3-4 Stufen runterzusetzen von der Helligkeit, ungefähr 60-70 Watt, die man sich sparen kann. Statt 110-120 Watt verbraucht er dann Fernseher nur noch 50. Und natürlich die Spannung von dem Wechselrichter, was er selber braucht. Das sind auch nochmal 20 Watt, 30, je nachdem, welchen Wechselrichter man hat. So, das war jetzt Theorie. Ich werde euch jetzt ein paar praktische Sachen zeigen, wie man das umsetzen kann. So wie versprochen, ich zeige euch jetzt hier, wie ich mit der Solartasche diese PKW-Batterie auflade in Verbindung mit diesem Wechselrichter. Das Wetter ist heute nicht so schön, es ist komplett bewölkt und da könnt ihr sehen, ob ich überhaupt was laden kann. So, probieren wir mal. Ich habe jetzt Smart Solar Laderegler von Victron Energy, den 7515 MPPT. Man schließt es quasi zuerst an die Batterie und dann geht ein Kabel von der Solartasche und man steckt es hier ein. So, jetzt ist es eingesteckt und ich blende euch gleich, ob ich was lade. Wenn ich die Powerstation beladen will, und das gleiche mache ich quasi mit diesem Kabel, nur ohne diesen MPPT-Laderegler, weil in der Powerstation, die ich besitze, sind MPPT-Laderegler schon verbaut. Das heißt, ich stecke einfach nur dieses Kabel in die Powerstation mit entsprechenden Adapter für die Tasche. Aber da könnt ihr selber, wenn ihr sowas besitzt, in der Betriebsanleitung lesen und schauen, wie ihr das anschließen müsst. So, jetzt schauen wir mal, ob wir was laden. So wie ihr es sehen könnt, ich lade momentan mit 12, 13 Watt über diese Solartasche. Diese Solartasche hat 120 Watt, ist sie angegeben. Ich glaube, die hat sogar mehr, weil ich kann wirklich mit 120 Watt laden, wenn Sonne da ist. Aber bei diesem Wetter sind die 12 Watt auch noch gut. Natürlich, was man machen kann, man könnte diese Solarpanel benutzen. Dafür ist aber diese MPPT-Laderegler nicht ausgelegt, beziehungsweise man kann ihn benutzen, aber man kann die ganze Kapazität von dem Solarpanel nicht nutzen. Aber das ist nicht so schlimm, weil es ist sowieso wenig Sonne da. Wahrscheinlich, wenn ich den jetzt anschließen würde, würde ich mit 50, 60 Watt laden können. Da müsst ihr aber aufpassen, ob dieses Solarpanel mit dem Laderegler und mit der Batterie kompatibel ist. Auf solche Sachen müsst ihr achten. So, jetzt gehen wir rein und schauen, wie wir das quasi jetzt anschließen mit dem Wechselrichter. So, wie ihr sehen könnt, das hier ist der Wechselrichter mit der reinen Sinuswelle. Der geht, wie ihr hier drauf sehen könnt, Wechselrichter 2000 Watt. TE22, das heißt, er kann Dauerleistung von 2000 Watt, reine Sinuswelle, er kann kurzfristig, glaube ich, bis zu 4000 Watt, quasi für Geräte mit Anlaufstrom. Wir werden ihn jetzt anschließen, in Verbindung mit dieser ganz normalen Batterie. Werde ich euch gleich zeigen. Wir drehen das Gerät um, schrauben hier die Schrauben weg, diese Kunststoffschrauben weg, ziehen das ab. So. In der Verpackung bei diesem Wechselrichter waren diese Kabel dabei, die sind auch vom Querschnitt sehr gut benutzt. Da nicht irgendwas Eigenes, quasi längere Kabel, weil je länger die Kabel sind, desto mehr hat man Verluste und desto schneller kann was passieren. Die müssen auf jeden Fall vom Querschnitt so sein, wie der Hersteller sie angegeben hat. Und natürlich kommt darauf an, was für Verbraucher ihr benutzen wollt. Da müsst ihr wirklich aufpassen, informiert euch gut. Das hier ist keine Anleitung, das ist nur ein Beispiel, wie ich das jetzt mache. Also bitte nicht nachmachen.
Also man macht es hier weg. Ich mache das jetzt mal nur provisorisch drauf. Und tue es von Hand anziehen. Normalerweise muss man das Ding mit, also richtig fest anziehen. So, das gleiche machen wir hier auch. Also schließe ich am Minuspol an. So, jetzt schließen wir das an die Batterie an. So, jetzt haben wir das hier angeschlossen, schalten es auch an. So, und seht da, der Lüfter läuft an. Wir haben 12,250 Hertz, 220 Volt. So, jetzt schließen wir mal den Kühlschrank an. Es geht um diesen Kühlschrank mit Gefrierkombination. Den stecken wir jetzt hier aus und der läuft nicht mehr und schließen den gleich an. Wie ihr sehen könnt, Kabel ist ausgesteckt, ist quasi hier in den Wechselrichter eingeschlossen und läuft. So, also quasi der Kühlschrank ist jetzt verbunden mit dem Wechselrichter und Wechselrichter ist verbunden mit der Batterie. Also momentan läuft er quasi über 12 Volt Batterie. Wie ihr sehen könnt, Licht leuchtet. So. Frag mich jetzt bitte nicht dazu, man kann diesen Wechselrichter auch erden. Das sollte man vielleicht machen. Da müsst ihr euch noch informieren. Auf jeden Fall, das hier ist die billigste Alternative, um einen Kühlschrank zu betreiben. Also man kann ihn jetzt mal so eine Stunde laufen lassen und dann mal zwei Stunden wieder aufstecken. Vielleicht versuchen, die Batterie nachzuladen. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit. Das ist quasi die günstigste Möglichkeit. So eine Batterie kriegt man für 100 Euro. Die hier hat 100 Ampere. Das sind ca. 1240 Watt. Davon kann man vielleicht Hälfte oder ein bisschen mehr wie die Hälfte benutzen. Ich würde aus der Batterie nur 600 Watt bis 700 Watt rausnehmen. Kühlschrank braucht ungefähr 50 Watt. Also das heißt, ich kann den ungefähr so 7 Stunden nonstop betreiben. Wenn ich ihn eine Stunde einschalte, eine Stunde ausschalte, dann kann ich ihn länger benutzen. Wie ihr hört, der läuft wieder an. Jetzt läuft der Ventilator an und jetzt läuft der Kühlschrank quasi, der kühlt wieder nach. Das hier ist die günstige Möglichkeit. Jetzt schauen wir uns mal die teurere Variante an. Vielleicht noch zu erwähnen, schaut mal, so eine LED-Strahler, die habe ich glaube ich 5 Euro früher gezahlt, vor ein, zwei Jahren. Und zwar die verbrauchen 5 Watt und haben aber leuchten sehr, sehr stark. Die könnt ihr quasi an so eine Batterie anschließen und man kann quasi mit der Batterie, also die brauchen 5 Watt in der Stunde, bei 10 Stunden sind es 50 Watt, bei 20 Stunden nonstop wären es 100 Watt, was die LED-Strahler benutzen würden. Also damit könnt ihr einige Zeit Licht haben in Verbindung mit so einer Batterie oder mit kleinere. Dazu braucht ihr quasi nur einen Anschluss oder Krokodilklemmen oder vielleicht einen Schalter, natürlich auch eine Sicherung dazwischen. Auf jeden Fall, so kann man sich auch weiterhelfen. Das ist nur eine kleine Anekdote jetzt. Wenn ihr so eine Batterie habt, könnt ihr auch Strom haben. Jedes Mal, wenn ihr keinen Wechselrichter benutzen müsst, spart ihr euch Strom, weil der Wechselrichter selber verbraucht 20, 30 Watt. Das müsst ihr noch auch einkalkulieren. Nicht nur den Verbrauch von Kühlschrank, Fernseher oder irgendwas anderes. So, nun jetzt kommen wir zu dem nächsten Versuch mit der Powerstation. Nun kommt die einfachste Variante mit der Powerstation. Ihr hört, der Kühlschrank läuft. Den stecken wir jetzt mal aus. So.
So, den Kühlschrank haben wir ausgesteckt. Jetzt benutzen wir die Powerstation, die EcoFlow Delta. Das ist aus der ersten Generation. Schalten wir sie hier kurz ein. Bleiben wir ein bisschen länger drauf. So, wir sind bei 100%. Drehen Sie um und schalten die Steckdosen scharf. So, jetzt läuft der Wechselrichter. Stecken, man hört es auch. Wir stecken einfach den Kühlschrank ein. Und es war's. Man hört, die EcoFlow Delta läuft. Ich drehe es jetzt mal kurz um, dass ihr seht. So, wir verbrauchen momentan kein Strom. Also der Kühlschrank läuft jetzt nicht. Oder beziehungsweise der kühlt irgendwann mal später was nach. Also das ist quasi die einfachste Variante, um seine Geräte weiter zu betreiben bei einem Stromausfall oder eventuellen Blackout. Ich denke mal, das hier ist die sicherste Alternative. Man kann da nicht viel falsch machen. Beim Wechselrichter muss man aufpassen, wie man es verkabelt. Wenn ihr euch auskennt, könnt ihr euch die Variante selber auswählen. Informiert euch gut. Das hier ist keine Anleitung, sondern nur ein Beispiel, wie ich das mache, ob das richtig ist. Das ist dann eine andere Geschichte, aber ich kann mir selber auf jeden Fall helfen. Das sind eure Fragen gewesen in Verbindung zu Verbraucher weiter benutzen bei Stromausfall. Und die meisten Fragen kamen quasi wegen dem Kühlschrank und Gefrierschrank. Das, was ich euch gezeigt habe, das kann man auch quasi alleine nur für den Gefrierschrank auch anwenden. Der wird wahrscheinlich etwas mehr Strom brauchen wie dieser Kombigerät, aber der läuft auch nicht permanent, sondern nur ab und zu schaltet er sich ein und kühlt nach. Wie gesagt, wenn ihr einen Gefrierschrank habt, ich denke mal die ersten paar Stunden, da passiert sowieso nichts, wenn ihr den nicht ständig aufmacht. Wenn ich knapp mit Wattstunden bin, also mit Stromkapazität, und es ist Winter wie jetzt im Herbst bei uns, also momentan hier in Süddeutschland. Heute lade ich mit, keine Ahnung, 15, 20, 50 Watt. Das ist wenig. Also mit 15 Watt in der Stunde, da brauche ich 10 Stunden. Und die werde ich nicht zusammenkriegen, dass ich 150 Watt auflade. Und Kühlschrank braucht ungefähr 50 Watt in der Stunde. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn es dazu kommen sollte, ich würde die Sachen mal so eine Stunde laufen lassen, eine Stunde wieder ausstecken, quasi um mir Strom zu sparen. Außer es ist Sommer und man hat genügend Sonne da und genügend Kapazität und Solarpanels oder Solartaschen, wo man quasi diese Geräte nachladen kann. Was man vielleicht hier noch dazu sagen kann, was ich jetzt denke, also persönlich, meine Meinung ist es, ich glaube, es wird zu Abschaltungen kommen, wenn es überhaupt dazu kommt. Ich hoffe nicht. Ob es zu Blackout kommt, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Aber wenn es zu Abschaltungen kommt, es ist wichtig, zum Beispiel bei dieser Powerstation, die lädt von 0 auf 80% in einer Stunde. Also da denke ich mal, ist es kein Problem, sie nachzuladen. Aber die macht es extrem schnell. Da ist sie echt top. Vielleicht ist es nicht so gut für die Batterien und für die Ladezyklen. Ich glaube, die hat 1000 Ladezyklen. Ich habe andere Batterien, LiFo 4, also Lithium-Arsenid-Phosphat 4 Batterien mit knappe 2000 Watt, mit 2 Kilowatt, andere Powerstation, aber auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel eine Autobatterie hat, man sollte auch ein Ladegerät haben, wo man das über Strom laden kann, aber dann müsst ihr aufpassen. Jetzt unterbreche ich kurz, man sieht, jetzt brauchen wir ungefähr 100 Watt. Kühlschrank ist gerade angesprungen, von denen 100 Watt braucht wahrscheinlich die EcoFlow Delta, der Wechselrichter, der da drinnen verbaut ist, ca. 27 Watt. Jetzt werdet ihr gleich sehen, der Kühlschrank wird ein paar Minuten laufen, dann schaltet er sich wieder ab. Und das macht er immer wieder mal in der Stunde ein paar Mal. Also quasi, wir haben nicht konstant diesen Verbrauch von dem Kühlschrank. Deswegen wird es funktionieren. Und noch einmal zum Nachladen. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr Batterien habt, die ausgasen, also quasi die Dämpfe rauskommen beim Laden. Das könnt ihr erkennen, wenn die Batterien vorne oben so Servicedeckel haben, wo man Säure oder Wasser nachfüllen kann, destilliertes Wasser nachfüllen kann.
Die dürft ihr nicht in geschlossenen Räumen aufladen. Es muss auf jeden Fall belüftet werden. Ich würde es nie in der Wohnung dann machen, außer ihr habt Gelbatterien. Da könnt ihr, also wenn es drauf steht, gasfrei, also die tun nicht ausgasen, dann würde ich sie auch in der Wohnung aufladen. Auf jeden Fall, wenn es zu Abschaltungen kommen sollte, mit einer Autobatterie, mit einem Ladegerät oder Solartasche oder Solarpanel, kann man auf jeden Fall die Zeit eventuell überbrücken oder natürlich mit solchen Powerstation, da ist es noch einfacher, unkomplizierter, aber halt deswegen auch teurer. Wie ihr sehen könnt, hier zeigt er mir jetzt, mit diesem Verbrauch von 100 Watt würde ich 13 bis 12 Stunden schaffen, Dauerleistung, also nonstop. Aber wie gesagt, der Kühlschrank wird sich demnächst immer mal wieder abschalten, der kühlt jetzt gerade nach, ich habe ein paar Mal aufgemacht und dann schaltet er sich wieder ab. Bei dieser Powerstation, was ich noch vielleicht empfehlen kann, für die Menschen, die halt Angst haben, wenn sie irgendwie zur Arbeit kommen und der Strom ist weg, diese Powerstation oder bei Ecoflow, glaube ich, haben sehr viele Powerstation, dieses UV-Basisschutz, und zwar, man kann den Verbraucher hier quasi anschließen, hier an dieser Seite kann man die Powerstation einstecken mit seinem Netzkabel ganz normal in die Steckdose ein, dann schleust sie quasi Strom, wo man zu Hause hat, durch die Powerstation in den Kühlschrank zum Beispiel rein. Wenn Stromausfall da sein sollte, die schaltet automatisch innerhalb von 30 Millisekunden um, also der Kühlschrank wird es gar nicht checken und versorgt ihn gleich quasi weiter mit der Powerstation. Und wie ihr sehen könnt, ca. 13 Stunden könnte ich jetzt meinen Kühlschrank mit Gefrierkombination betreiben. Natürlich, wenn Strom wieder da ist, schaltet sie wieder um, lädt die Powerstation wieder auf und versorgt quasi über den Hausstrom ganz normal, schleudert sie den Strom durch die Powerstation in den Kühlschrank. Also auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, aber halt kostenintensiver. Aber ich denke mal, für jeden ist etwas da, für jeden Geldbeutel. Man kann sich da irgendwas selber zusammenbauen, man muss aber aufpassen, dass man sich da gut auskennt, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, das, was ich euch jetzt gerade gesagt habe und vorgestellt habe, das funktioniert auch mit Fernseher, das habe ich auch gezeigt. Ich werde euch nachher ein paar Sachen noch einblenden von früher mit diesen günstigen Wechselrichter von Amazon, wo ich 30 Euro gezahlt habe, mit, glaube ich, 500 Watt Dauerleistung und, glaube ich, 800 kurzfristig. Der hat zwar modifizierte Kurve, Sinuskurve. Da habe ich sogar meinen Rechner mit größeren Bildschirm, glaube ich, habe Bildschirm irgendwas mit 32 Zoll. Und Lautsprecherwahl, alles an, hat ungefähr 130 Watt. Bis 140 Watt verbraucht in der Stunde mit dem Wechselrichter. Der Wechselrichter selber braucht 20, 30 Watt. Auf jeden Fall, für irgendwelche Abschaltungen kann man sich weiterhelfen, wenn es zu Abschaltungen kommen sollte, dass die vielleicht ein, zwei Stunden dauern, dann denke ich mal, gibt es da keine großartigen Probleme in Verbindung mit Sachen nachkühlen, da passiert, sollte nichts passieren. Aber wie gesagt, lieber vorsorgen, wie nachher Probleme haben. Wie gesagt, mein Motto ist, lieber haben und nicht brauchen, wie brauchen und nicht haben. Ich möchte mich jetzt nochmal bei euch bedanken für das Zuschauen, für den Serial Blackout Tag 1, Teil 2, Prioritäten setzen. Es werden weitere Teils kommen, ihr könnt in euren Kommentaren den Einfluss nehmen, was in diesen Videos kommen sollte. Das, was euch interessiert, wozu ihr Fragen habt, stellt sie einfach in die Kommentare und ich werde auf eure Fragen eingehen, euch beantworten und dann mache ich quasi einen Film, das, was ihr verlangen tut. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bleiben wir verschont von diesen Blackout oder Stromabschaltungen. Alles Gute, euer Toni, bis zum nächsten Mal. Ciao.